Ein Teil meiner Kreativität beruht vor allen Dingen darauf, dass ich mich eben in keine einzelne oder größere Form von Regeln halte. Das habe ich nie getan. Komme aber natürlich vom Motorrad, habe damit angefangen 1974, glaube ich, schon als ich klein war. Ich habe mit Hunderten und Tausenden von Motorrädern gehandelt in Südamerika, in Südkorea, über die ganze Welt und bin jetzt eigentlich an dem Punkt, wo ich das Motorrad sozusagen auch dafür weiter kreative Projekte zu machen. Wir haben natürlich dann im Team auch noch ein tolles Buch gemacht mit Studio Oeding, was alle meine Bilder beinhaltet. Und das war mir sehr wichtig, den Menschen eben auch zu zeigen, was damals mit den Motorrädern passiert ist. Es sind gar nicht mal so viele Geschichten über mich drin, es ging mir wirklich ums Motorrad. Ich habe die Bilder auch alle selber gemacht, da bin ich stolz drauf. Und zwar, ich habe auch noch mehr als 6000 Bilder und 600 sind in dem Buch verarbeitet. Mein kreativer Prozess ist in dem Sinn wirklich schwierig, weil ich habe Millionen von Ideen, die ich auch gerne irgendwie alle verwirklichen würde. Und natürlich ist Geld und Computer ein sehr wichtiges Tool, das ist die moderne Welt. Und man sollte dankbar und froh sein, dass wir diese Möglichkeiten und auch diese Werkzeuge besitzen. Und natürlich nutze ich sie. Das beste Beispiel, was ich habe, ist das neue schwarze Bike, was ich gebaut habe. Das ist eine Mixtur 37, 1936 und 1929 ist. Zeigt aber wirklich exemplarisch, was ich und das Team bauen wollen. Dass wir aus den alten Dingen mit dem Wissen von heute und auch mit dem Computerwissen von heute das optimale Bike der Vergangenheit und der Zukunft in eins bauen. Also ich mag es, mit Menschen zusammenzuarbeiten, die auch wirklich, was heißt die Besten sind, aber wirklich Menschen sind, die was können. Weil ich finde, man kann sich da gegenseitig auch eine Menge geben. Und das ist ein ganz, 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 ganz großer Teil meines kreativen Prozesses. Für meine Art von Arbeiten ist auch der Gin, also als Konzept, aber es ist eben nicht der Gin, es ist sozusagen eine Flasche mit einem Artefakt, im besten Sinne, wenn es passt. Also man könnte das auch für jedes Brand wie Dickies benutzen, um sozusagen dann die Flasche damit zu befüllen, was auch immer dann logischerweise passt und wo das Team meint, das wäre das Richtige. Ich wäre dankbar, wenn ich alle Bikes bauen könnte, die in meinem Kopf sind, dann wären die aus dem Kopf. Und wenn ich das kann, fühle ich mich gut und dann ist auch alles gut. Und es gibt auch viele Menschen, die das anerkennen und das freut mich sehr. Und die anderen, die es nicht merken, das ist auch nicht wichtig. Also ich brauche nicht diese Reflexion, das ist schon in Ordnung. Und ich bin sehr dankbar dafür, dass ich da überhaupt die Möglichkeit für habe.